heute mal wieder Movie von mir, und zwar heute aus der Kausanroth. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Wir sind ja gerade angekommen und die Polizei hat die Kausanroth zugemacht. Vorbei mit Big Party. Ich halte mal drauf. Wir sind auch gerade so reingekommen und überall Polizei und Kontrollen. So, die meisten wissen ja, wie es vorher aussah. Hier alles die Polizei voll. Ansonsten seht ihr ja hier. So, wir gehen mal durch. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt ja die Movies gesehen. Wir sind eigentlich extra hierher gefahren, um hier Party zu machen. Aber ihr seht es ja selber, es ist alles zu. Also noch ein paar Essensbuden und das war's. Geheimtipp wäre hier oben. Aber ihr kommt auch nur rein, wenn ihr die Impf-App habt. Ich bin reingekommen, weil ich ja das Armband habe und alles ist easy. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht es ja hier. Es ist alles zu. Die meisten können ja mal gucken, was da vor ein paar Tagen los war. Wir laufen noch ein bisschen durch und dann gucken wir mal. Ja, das war alles voll, voll. Die haben hier auf der Straße gefeiert. Ja gut, machen wir so. Ja, also wir gehen jetzt hier an das Objekt, trinken was. Aber ich weiß nicht, ob ich filmen kann. Wir lassen es erstmal an. Und dann gucken wir mal. Also bis gleich. Jetzt schauen wir mal. Und zwar sind wir in so einer Gaststätte. Und ich filme gerade. Ich weiß aber nicht, wie lange ich filmen kann. Ich gehe gleich nochmal raus und halte nochmal auf die Straße drauf. Also es war hier bis vorhin Big Party, die Leute haben gefeiert, haben gemacht, haben getan und die Polizei hat jetzt alles abgeriegelt. Also wir können ja hier ein gemütliches Bier trinken, aber ansonsten ist nicht so viel. Gut. Ich gehe mal raus auf die Straße, dass wir das mal ordentlich filmen. Und dann müssen wir mal gucken. Und ja, ihr habt es gerade gehört, der junge Mann kam und sagt, kein Foto, kein Online. Ja, es ist natürlich so, dass viele Streamer hier gestreamt haben und das gezeigt haben und da ist die Polizei aufmerksam geworden. So wie ich das, denke ich mal, in Pattaya, in Freetown erwarten tue. Das wird nicht lange dauern, da ist alles zu. Ja, ihr seht ja, ist alles geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange ich filmen kann. Kann natürlich sein, dass jemand kommt und sagt, mach bitte die Kamera aus. Ansonsten versuche ich jetzt bis durchzulaufen. Und wir gucken mal. Man kommt auch nur noch rein, wenn man geimpft ist. Ansonsten kommt keiner mehr rein. Da ist natürlich klar, dass die Leute sauer sind. Ja, wir YouTuber wollen natürlich euch das Neueste zeigen vom Neuesten, aber ja, was soll's, es ist nun mal halt so, die Polizei, ratzfatz ist sie da. Also ich würde sagen, wir machen einen Werbeblock. So ist jetzt egal, wegen der Musik, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Also wie gesagt, ich kann euch nichts versprechen jetzt, weil die Leute echt sauer sind auf die YouTuber und Twitcher. Ja, ist an für sich auch verständlich. Ja. Ab und zu ist noch mal was, aber die Polizei steht am Anfang und tut die meisten schon abpassen. Da wo wir sitzen, wir dürfen bis um 9 sitzen bleiben. Aber dann ist auch zu.
Ja, ist natürlich ein bisschen traurig, aber ich kann halt nicht mehr machen. Ja, was zu essen. Also alle Leute, die das kennen, die wissen ja, also hier können es war Musik und alles, aber so. Kann natürlich sein, so wie ich die Sache sehe jetzt gerade, ist hier normal auch, aber man darf nur mit der Impfung rein. Also wir sind ja zu zweit hier und mein Kumpel ist ja geimpft und ich habe diese, also zeigt euch mal hier dieses Band, dass ich auch zweimal geimpft bin. Ja. Und dann muss ich eigentlich davon ausgehen, wie gesagt, dass es doch hier erlaubt ist. Und die meisten Thailänder, die hier reingegangen sind und Party gemacht haben, nicht geimpft sind. Ja, ich gehe mal vor jetzt. Ihr seht ja, es ist strenge Security hier. Also man wird auch weggeschickt, wenn man nicht geimpft ist, gnadenlos. Also hier mit der Polizei. Und ihr seht ja hier, 1, 2, 3, 4. Und aber es ist hier gleich Schnelltest gemacht. Da darf man auch rein, wenn man einen Schnelltest macht. Frag mal kurz. Ich habe ja einen Stempel irgendwo hier. Es soll hier. Es soll hier. You can come inside when you have this here. You can come inside when for this here. I have your knee here. I only ask you. No vaccine. No injection. Ah, nee, I can inside. Yeah. Ah, okay, Cap. Also, man darf nur rein mit, wenn man eine Impfe hat oder sich einen Schnelltest unterzieht. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt sehe, wo ich vorher war. One drink. Yeah, I know. Die bringen mich immer raus. Ja. Ihr seht ja, was da vorher los war. Ja. Ich will mich natürlich nicht äußern, ob das richtig oder falsch ist. Aber wenn die Polizei sagt, sie wird es gemacht, dann wird es so gemacht. Ja, da können wir das nicht ändern. Ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Werbeblock reinhauen noch oder ein Witz des Tages, weil ich will es morgen früh gleich hochladen. Schöne Motorräder, alte Motorräder. Ich will es morgen früh gleich hochladen, deswegen. Bis wir sehen, was wir machen. Bis gleich. So, hier ist er nochmal. Wir laufen jetzt nochmal hoch. Wie gesagt, außerhalb dürfen wir filmen. Es sagt auch keiner was. Das ist ja nicht so mein Ding, ständig gefragt werden, ob ich will oder ob ich das Ding will.
wird etwas voller wie eben. Aber wie gesagt, wir haben zum 8 und um 9 ist eh Schluss. Ja. Ja, wir können es ändern. Ich hab gedacht, weg mit Papi, aber wir werden dann doch nur ein Bier trinken und nach Hause gehen. Halbe Stunde 150 Watt. Und die Preise sind auch etwas gestiegen. Tätowierläden alle zu. Jetzt sind noch ein paar Lädchen auf. Ja, wie gesagt, ich habe natürlich hier jetzt keinen Plan. Ja, weil wo ich letztens gesehen habe, da war ja Highlife, Big, Big Party. Aber ihr seht es ja selber. Ja, die meisten haben zu hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum die zu haben. Vielleicht sind die Angestellten nicht geimpft und müssen zulassen. Ja, wie gesagt, ich habe da keinen. Kein Plan, müsste ich mal jemand fragen. Hotel scheint offen zu haben. Entschuldigt bitte das Schwackler, ich habe keinen Gipfel mit. Wir wollten ja nur twitchen. Aber wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, da musst du gleich noch ein YouTube-Video machen. Ja. Ja, ist natürlich wieder mal die Impfung gemacht. Also muss ich eins für sich, ich habe es ja schon mal gesagt, davon ausgehen, dass hier. Yeah. Good. Yeah. My friend wait for this here. Okay. Maybe we are come. With me. Back. Okay. Yeah, my friend, Bieng Rodiao. Yeah, come my friend. Yeah, look. Yeah. Es ist immer noch nett und höflich. Alle verheirateten Männer bitte weggucken. Die haben gerade nicht gelacht. Aber auch nicht so schlimm. So. Ja. wo bin ich denn rein? Wir sind schnell in die Kneipe rein, weil wir pinkeln mussten. Und ich habe es mir wieder mal nicht gemerkt, jawohl. Da war da irgendwo hier gleich. Scheiße. Ah, hier sind wir rein. Also ich würde sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo da lassen. Daumen nach oben, Daumen nach unten, alles egal. Kommi da lassen, ich werde noch gemütlich ein Bier trinken und dann werden wir vielleicht auf der Straße den Stream anmachen. Aber das müssen wir erst mal sehen. Also würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Euer Tattoo-Man. Bye bye, bis die Tage.